Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Und ja, in letzter Zeit wird dieser Champion hier auf diesem Kanal sehr, sehr oft gespielt. Aber heute gibt es mal wieder eine Runde Fizz. Denn ja, Fizz wurde ja jetzt aktuell wieder gebufft. Und mein Discord. Ich meine, man könnte denken, ich mache Werbung. Aber ich bin einfach so aktiv in meinem eigenen Discord. Holy shit. Na, Link in der Beschreibung. Ja, auf jeden Fall, die Fizz wurde gebufft. Nicht ganz so krass, wie ich es in meinem PBE-Video gesagt hatte. Das heißt, er wurde nicht um 40% erhöht, was das Scaling auf Stufe 1 angeht, sondern um 30%, was immer noch komplett GG ist. Das merkt man auch übel krass, dass die Leute absolut Fizz hassen, weil er auch übel oft gebannt wird. Ich wollte Mikey auf meinen Platin-Ranked-Account spielen und ich musste einfach 2-3 Mal dodgen, das war komplett GG. Ja, wir spielen hier gegen Kaktus. Kaktus müsste eigentlich, muss man ehrlich sagen, ein absolut gutes Matchup für uns sein. Denn, der kann sich eigentlich gar nicht. Kaktus ist einfach ein Champion, der ist ein Opfer. Der ist einfach nur ein richtiges Opfer. So, wir gucken auch, dass wir den jetzt dann gleich mal in Richtung Grab bringen. Oder sowas in der Art. Ich habe jetzt mit der Flask angefangen, weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, aber ist okay. Ne? Es ist okay. Ich hasse halt Fizz Early Game, ist halt richtig katastrophal, muss man sagen. Ja, deswegen. Gegen Kaktus geht das noch klar, aber es gibt so schnell. Ich weiß noch, das Allerschlimmste waren die Victor-Zeiten, wo Victor wirklich unglaublich stark war. Das war einfach nicht mehr schön. Wir warten, bis wir Level 3 sind, dann geben wir Gas, Leute. Das ist so der Plan ungefähr. This is how we plan it. Ja, wir haben hier noch im Team Volibear Jace auf der Top-Lane. Er ist schon Level 3. Autsch, stoppen Sie das. Stoppen Sie das sofort. Okay, jetzt, sobald er seine Bombe macht. Okay, ja, ich komme nicht ran. Na, aber das wird schon, Leute. Na, wir nehmen jetzt die Kanone mit. Zack, die Kanone mitgenommen. Das Ding ist, dadurch, dass ich so wenig aggressiv auf ihn spiele, denkt er, ich engage nicht großartig auf ihn und spiele nicht aggressiv. Und dadurch wird er Fehler machen. Dadurch wird er fahrlässig werden. Na, und dann wird er gleich... Hier, jetzt tue ich so, als würde ich den Minion hier nehmen. Nimm aber eigentlich dich, Bro. Wapasedo, wapasedo. Damage ist gut. Muss man auch sagen, natürlich auch hier die gebuffte W mit reingegangen. Muss man ganz klar sagen, wir haben auch viel Damage eingesammelt, aber das ist okay. Eigentlich ist es nicht okay, aber es ist okay. Ich meine, wir haben nur noch einen Flashpot, was nicht so viel ist. Und er hat noch Teleport und Pots und was auch immer. Aber der Damage war definitiv nicht schlecht, da kann man nichts gegen sagen. Normalerweise, jetzt ist es halt so, die W wurde ja nochmal gebufft, ist jetzt wieder stärker geworden. Ich weiß nicht genau, wie stark sie ist. Rein theoretisch kann ich halt für so einen Speed-Trade gehen, ne? Draufspringen. Und ihn vielleicht sofort All-In töten oder rausgehen eben. Aber ich kann den Schaden halt nicht einschätzen so richtig. Das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Na, das ist die Question. Aber das ist natürlich ein Vorteil bei der neuen W. Du musst nicht da lange 3 Sekunden traden, sondern du kannst sofort WQE raus. Weißt? Autsch. Das können wir ja mal einfach testen, ob, wenn wir rankommen. Wir können ja mal gucken, ob wir rankommen, Leute. Na? Nein, Mann. Okay, der brennt, das reicht aber nicht. Ist aber okay. Das ist absolut okay, weil er Flash raus hat. Und ohne Flash ist er ein Opfer. Er ist einfach legit ein Opfer. Aber hier muss man einfach sagen, das sind die Vorteile der jetzigen W. Du brauchst, beziehungsweise du kannst Assassin-like einfach All-In da reingehen. Aber das war ja auch der Grund, warum das entfernt wurde. Weil die Riot das ja nicht wollte. Und deswegen verstehe ich es auch nicht ganz, um ehrlich zu sein. Riot wollte nicht... Sollen wir aufs... Wir gehen aufs Todes-All-In. Nee, das reicht, das brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Todes-All-In. Riot wollte nicht, dass Assassins... Sie schreibt, Fizz, pay attention, please. Was für Attention, ne? Riot wollte nicht, dass Assassins so super toxisch sind. Und deswegen haben sie ja LeBlanc geändert, Rengar geändert, Fizz geändert. Und jetzt wandeln sie all diese Champs wieder so ein bisschen zurück. Wobei Rengar eigentlich relativ gar nicht so toxisch ist, glaube ich, oder? So, perfekte Wave für uns. Wir können hier richtig viel mitnehmen. Na, ist die Frage, ob vielleicht wir Minions kriegen und ob wir vielleicht auch jetzt die W vielleicht maxen sollten. So, er will mich jetzt vom Minion-Lasteten abhalten. Und deswegen wird er jetzt gleich engaged. Oder auch nicht. Richtig räudiger Octopus-Gott. Richtig räudig. Da hätte ich ihn vielleicht engagen können. Er hat kein Flash mehr. Ich muss nur an ihn rankommen. Ich könnte halt die Minions queuen. Aber ich würde am liebsten das Q auf ihn setzen. Das wird mir mehr gefallen. Aber ich komme mal. Wir gehen jetzt ran da jetzt. Ran an den Braten hier. Okay, das könnte gefährlich werden. Ja, Schaden ist gut. Jetzt nur noch ein bisschen überleben. Okay, wir müssen raus.
Boah, ich glaube, ich habe schon zu lange nicht mehr gegen Kaktus gespielt. Der ist ja übel. Ich meine, okay, ich habe halt meine Q zum Engagement. Aber das ist okay. Wir haben volles Mann und der kann ja sehr... Stimmt jetzt, Leute. Nein, Mann! Du hast ein gigantisch riesiges Problem, Boy. Huh! Nein, 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 nein! Tja. Ja, hier übrigens, ne, schnell Skills leveln. Habe ich euch immer mal irgendwo mal gesagt in irgendeinen Videos. Ganz, ganz wichtig. Und... Das war, glaube ich, ein gigantischer Fisch. Der hat schon übel viel Schaden gemacht. Also, ne? So. Kaufen uns das, kaufen uns dies. Den Protonenbelt, der ist immer ganz gut auf... Ich habe in letzter Zeit auch mal Bock. Also, ich glaube, wenn ich das nächste Mal streame... Ich bin ja am Wochenende übrigens wieder, werde ich wieder EU casten. Freitag, Samstag. Dann, ich glaube, ich werde versuchen, trotzdem montags zu... morgens zu streamen, montags. Morgens zu streamen. Und ich glaube, ich muss Echo und Akali spielen. Ich glaube, da habe ich Bock drauf irgendwie. Diese beiden Champs. Aber gut, wir schauen mal. Ich denke, wir können jetzt komplett über Kaktus kommen. Also holy shit. Wir können den gebutterten, den gesalzenen und den gewirbelten fliegenden Fisch machen. Wenn Kaktus einmal behind ist, dann kannst du halt richtig krass ausrasten. Wobei er mir bisher, oder andersrum, wenn Piss einmal vorne ist. Ja. Muss aber sagen, der geht mir richtig krass auf den Zwirn, der Boy. Aber richtig krass geht der mir auf den Zwirn. Damage ist aber gut, ne? Das ist die W. Ist halt jetzt schwierig zu sagen, ist das, weil die W gebufft wurde? Weil die W ist Level 1. So viel Schaden macht sie auch nicht. Oder ist es halt, weil ich schon einen Revolver habe? Also ja, auch. Oder ist es, weil Vi einfach ihn tötet? Later! So, wir gehen jetzt mal Botlane töten. Wir haben Ult. Macht es Sinn, die W zu maxen? Ich weiß gar nicht. Wir kriegen 10 Damage passiv dazu und 20 Damage aktiv dazu. Hier kriegen wir halt 50 Damage dazu, ne? Das ist halt... Leute, I'm coming... Oh, der Blitzkönig, der sieht ja cool aus. Aber nicht mehr lange. Die Jinx sieht auch cool aus. Wir machen jetzt einfach den... Yabadu! Das ist nicht der Yabadu, aber der könnte auch tun. Oh, ich bin exhaustiert, aber das könnte reichen, wenn ich jetzt... gute Frage. Ja, wenn du jetzt noch ein Stück kommst, dann... ja, also, ich weiß nicht, ich mag das nicht so. Also, ne, also, wärst du halt zu mir gekommen, dann wäre Jinx auch gekommen und dann hätte ich Jinx angreifen können. Ne, aber, wem erzähl ich das? My bad. Ja, natürlich war es dein Bad. Wessen Bad denn sonst? Aber ist okay, ne, wir leben alle mit dem, was wir tun. So, Magic Pen Schuhe, ja. Wir wollen ja schön, dass der Fisch richtig krass Damage macht. Man muss halt fair sein und sagen, klar, die AP-Skanks auf der Ult sind gigantonisch, aber... Fizz baut halt nie wirklich viel AP, ne? Wir haben jetzt 100. Meistens hat ein Fizz so bis Minute 20, 30 gerade mal so 200 AP. Vielleicht 300. Und erst ab dem Rabadon-Zang geht's richtig ab. Der ist tot. Wupp, immer fallen lassen, ganz wichtig. Der ist, also ich würde halt auch gerne den ein oder anderen Kill nehmen. Aber es ist okay. Es ist okay. So, jetzt können wir noch einen Punkt schön in die W reinmachen. Das ist ganz nett. Ne? Wir tauschen uns mal. Irgendwie ist das buggy. Zack. Ich meine, man muss halt ehrlich sagen, ich glaube, niemand spielt wirklich gerne gegen Fizz. Ne? Das muss man einfach ganz klar sagen. Niemand spielt da gerne gegen. Selbst Fizz-Spieler spielen, glaube ich, nicht gerne gegen Fizz. Das Schlimmste an Fizz ist halt einfach wirklich, du bringst ihn zweimal um. Also er ist 0-2, hat 20 CS, während du 70 hast. Und er one-shottet dich trotzdem mit seiner Ult. Und das war beim alten Fizz so. Na, jetzt kommt gleich Jinx. Die hat mich eventuell schon gesehen. Das Ding ist, ihr Minions haben mich zumindest gesehen. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht auch doch, vielleicht auch nicht. Oh, Leo! So, dann gucken wir mal. Das ist der gigantonische Gigantenfisch. Na, das ist halt, na, wir hatten 1-0-3, war jetzt nicht so krass. Aber okay, wir müssen fair sein. Sie ist Level 6. Ich bin Level 8, ne, faire Sachen, man kann immer sagen, broken, aber jemanden mit Level 8 zu, das war ein One-Shot, da kann man erzählen, was man will, das war ein One-Shot. Gerdfried, sag mal, was ist denn los bei dir hier? Gerdfried, danke. Da steht ein Kaktus, ein grüner kleiner Kaktus, der steht auf dem Balkon. Tidlülü, tidlülü. Also, ja, ne? Kann man drüber diskutieren? Kann man. Und weil man das kann, gibt es jetzt das Majors.
So, ich meine, ich laufe, bin wirklich hier sehr, sehr gefährlich unterwegs. Aber Kaktus kannst du abfarmen. Ich glaube, den One-Shot ich jetzt halt wirklich. Ich habe nicht wirklich AP dazu bekommen. Nicht viel zumindest, ein bisschen. Aber. So. Was ich mich übrigens immer frage, ne? Also ich bin ja ein Mensch, der hat immer diese Seite offen. Ich finde das cool. So habe ich Runenfeedback. Ich sehe hier, ich sehe da, ich sehe dies, das. Und dann fragen mich immer Leute, sag mal, Tobi, kannst du mir sagen, welche Runen du spielst? Why would you ask that? Why? Why? So, da kommt der komische Volleyballbär. Wir warten noch eben auf unsere Ult und dann werfen wir dem komischen Hafensänger deine Mitte. Die Sommer, Leute, geht mal weg, ich will den alleine töten. Könnt ihr mal bitte, making your own business? Hau! Der fliegende Fisch, meine Freunde! Was? Stopp. Das hat er nicht gemacht. Das hat er gemacht. Also es war nicht clean. Ah! Help! No! Ah. Meine Stacks. Jetzt der Tower-Shot, zack, tot. Ah, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber zum Glück hat der kein Damage, der Boy, ne? Hatte der eine Stoppuhr die ganze Zeit drin oder hat der die gerade gekauft? Ich glaube, der hat die gekauft. Na gut. Ja, dann gehen wir weiter auf, Protobelt, ne? Protobelt. Leute, wenn ihr Fizz spielt und wenn ihr Lich Band Protobelt bauen wollt, was so die geilste Early Game Combo ist auf vielen Champions, dann geht ihr immer erst Lich Band und dann Protobelt, ja? Ganz wichtig. Das steht im Hafensänger 1x1. So, was ist da unten? Wir haben immer noch keine. Was heißt immer noch? Wir haben leider keine Ult. Wen müssen wir töten? Wir müssen Jace töten und Volibear. Sehr gut. Leider ist Volibear voll und sehr schwer zu töten. Das heißt, ich denke mal, wir töten jetzt erstmal Jace oder nochmal Kaktus. Kaktus zu töten würde keinen Sinn machen. Aber es wäre lustig. Und wir würden Stacks bekommen. So, wir gehen jetzt Jace, Simi, Roland töten. Falls er nicht AFK ist. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Da ist er. Na, na, na. Ich komme. Ich glaube, er kommt mir gerade entgegen. Frage ist, okay, I'm coming. Juhu! Juhu! Wuhu! Hä? Nee, stopp mal jetzt. Nee, stopp mal jetzt. Lapp. Guter Flash an dieser Stelle. Du stirbst ja jetzt wohl. Danke. Bitte kein Bär. Okay, so, damit haben wir Jace gekillt. Machen eben den Protonenbelt fertig. Töten nochmal Volleyball. Das Ding ist, ich habe euch ja gesagt, normalerweise hat ein Fizz kein AP. Aber, und deswegen ist diese Ult vielleicht gebalanced. Genauso wie man bei sagt, Rek'Sai hat unglaublich krasse AD-Scalings. Aber, Rek'Sai bauen halt die meisten auf Tank. So ein bisschen. Und deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass sie so krasse Scalings hat, weil es sich irgendwie so ein bisschen ausgleicht. Das Ding ist aber, dass wir jetzt 222 AP haben, weil wir Majes haben. Und das ist bei Minute 14 schon ganz gut, kann man sagen. Da wird die Ult also sehr wehtun. Sehr, sehr wehtun. Ich möchte aber auch fairerweise nochmal eine Sache sagen. Weil es wird immer übel schnell gesagt, hey, truth is my bad. Was? Ich schreibe einfach yes. Man sagt immer sehr, sehr schnell, okay, ich stehe 5-0, der neue Fizz broke. Ne? Das muss aber gar nicht der Fall sein. Denn es kann halt auch einfach sein, zum Beispiel der alte, mit dem in Anführungsstrichen alten Fizz. Können wir den machen? Mit dem in Anführungsstrichen alten, also ich habe ja vor kurzem erst ein Video aufgenommen, da bin ich auch 100-0 gegangen. Gegen Yasuo. Ne? Man muss immer mehrere Games was abwägen. Genauso, wenn ich euch sage, probiert mal den und den Itembild. Der ist auf jeden Fall. Hä, meine E hat kein. Ah, lol, meine E ist noch ready, hä? Ja, dann geht's los. Bitte nicht sterben. No. Mach was, Blacktail. Nein. No. Ripstacks. Der Greed. Also. GG. Ne, das heißt, es gibt. Das Ding ist, es gibt Leute, ich diskutiere mal mit welchen. Mit verschiedenen. Viele schon. Viele. Und ich sag, der zum Beispiel, Jace spielt 24-7 mit Black Cleaver. Das war noch damals der alte Black Cleaver und der alte Jace und dies und das. Und das war zu der Zeit nicht gut. Es gab bessere Sachen. Ich glaube, auch aktuell gibt es bessere Sachen als Black Cleaver. Also er hat First Item Black Cleaver gebaut. Als allererstes Item.
Und ich habe gesagt, bau andere Sachen. Ne? Bau dies, bau das. Aber er hat mit dem Black Cleaver halt übel rasiert. Ne, der hat... Wieso Serenity wie bitte? Der hat übel zerfetzt. Ne? Das war so schwer zu argumentieren, weil ich sag, Black Cleaver ist scheiße und er geht 8-1 aus dem Game. Und da habe ich gesagt, das ist aber, weil du einfach ein krasser Spieler bist. Würdest du in einen anderen Itembild gehen, dann wäre es vielleicht noch krasser. Ne? Und dann hat er ein Game gemacht hier und mit dem Black Cleaver war nicht so geil. Oder mit dem, mit Yomus oder was ich ihm empfohlen habe, keine Ahnung, war nicht ganz so geil. Das war einfach schwierig. Und deswegen, Leute, bei sowas, ihr müsst immer viele Games testen, ne? 5 oder 10 Games. Dann könnt ihr sagen, das ist vielleicht besser oder das ist besser. Ne? Nach einem Game, das hat doch nichts. Das, was aber was hat, ist, dass der große Fisch... Verdammt. Yo! Later! Rip! No! No! Oh, ich weiß nicht, ob ich flashen hätte. Was war das? Hä? Stopp! Stopp, stopp, stopp! Stopp! Können wir mal aufhören damit? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht! Das gefällt mir nicht! Ja! Oh, der stirbt aber. Der stirbt noch. Der muss sterben. Der stirbt. Ja. Ich weiß nicht, aber vielleicht wäre er noch gedottet. Morgana, Fizz. Morgana, Fizz, don't need you. Focus on Jinx, dude. Ja, der Naughty E-Boy, der hier aufgeben wollte. Macht die Calls. Ja, also das ist halt, ja, der Greed of Kartus ist halt einfach zu hoch, ne? Aber es war lustig, muss man sagen. Das ist wichtig, dass es lustig ist. So, ich würde euch übrigens diese Rune nicht zwingend empfehlen. Ich habe einfach gedacht, ja, lass mal ein bisschen böllern. Ich würde, glaube ich, immer die 10% CDR mitnehmen. CDR ist einfach super geil. Ich weiß nicht, ob ich Gathering mitnehmen würde. Vielleicht würde ich sogar das Magic Shield. Vor allem gegen Kartus hätte man das Magic Shield, dieses Nimbus oder, ne, nicht Nimbus, sondern wie heißt es? Nullifying Orb. Ja, das wäre auf jeden Fall in Ordnung gewesen. Aber es ist so, wie es ist. So, wir brauchen jetzt Decks, Leute. 11. Ist nicht so geil, ist aber okay. 11 ist gerade noch okay. Da sehe ich einiges. Und mich. Problem ist allerdings Volleyball. Ich komme, Leute. Ihr müsst nur geile Sachen machen. Das wäre wichtig. Richtig, richtig geile Sachen. Ich brauche jetzt Violence. Ja, geil Ult. Ja, machen wir erstmal den. Dann machen wir den. Dann mache ich einen Auto-Tag. Dann laufe ich. Ich laufe, weil ich der Jogger bin. Dann gehe ich aber wieder rein, damit ich wieder rausgehe. Vielleicht kann man den töten, aber ich weiß nicht. Also... war jetzt nicht so geil, wie ich dachte. Ich habe leider Kalt Blitzcrank geultet. Aber... Oh boy. Oh boy, der hat kein Mana, Leute. Der hat kein Mana. Der ist komplett leer. Ist der Turm noch hier? Oh, scheiße, wirklich? Zieh ihn ran oder so. Oh no, ich habe ihn schon tot gesehen. Wir müssen uns natürlich auch ein bisschen konzentrieren. Fizz, also müssen wir nicht. Nee, aber... Ne, Fizz ist halt der Throw-Champ überhaupt, ne, also, na, da muss man immer sehr, sehr aufpassen, das ist die größte Schwachstelle bei Fizz. Wenn ihr Fizz meistern wollt, wenn ihr wirklich sagt, hey Tobi, ich will jetzt Fizz OTP werden, dann müsst ihr lernen, nicht zu throwen. Das ist das Allerwichtigste. Das, meine Freunde, ist das Allerwichtigste. Ja. So, dann gucken wir mal. Na, wir fassen uns. Habe ich nicht gerade gesagt, dass Black Cleaver First Kacke ist? Was ist denn das hier? Hatte der das schon zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesagt habe? Ja, GG. Das weiß ich nicht, aber der hat einfach einen Black. Also vielleicht macht das. Also in einigen Maps, wenn ich jetzt gegen eine Malphite oder Naso spielen würde, würde ich das auch machen. Aber gegen eine Gemill? Gegen Gemill würde ich doch nicht First Item Black Cleaver bauen, oder macht man es so? Vielleicht bin ich auch in der falschen Meta. In der... Aber hätte er kein Black Cleaver gebaut, dann wäre er bestimmt jetzt nicht gestorben. Hätte, wäre Kette. So, hier unten ist Action, ich komme, Bro. Ich würde zwar gerne auch mal was anderes machen, als die ganze Zeit battlen, aber ich komme. Nice. Ich würde aber gerne... Naja, wir machen erstmal den. No. 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 No, lass ihn... No. No, okay, Leute, GG. GG. Was passiert hier eigentlich gerade? Oh, er stirbt.
Er kriegt Stacks, immerhin. Guys, we need to group. They group all time. Das Ding ist, ich wollte erst nicht Blitz ulten, dann wollte ich ihn noch ulten und dann hast du gar nicht geultet. Ja? So läuft das immer. Willst du deine Sachen aufsparen, weil du denkst... Also eigentlich wollte ich halt für Jinx ulten, aber... Das gewinnen wir, Leute. Okay, ich meine, es ist halt schwer, ne? Swain ist 1-4, Toplane ist 1-3, aber das gewinnen wir. Ich hau jetzt voll rein. Volle Möhre. Wir... Problem ist nur, dass einer nach dem anderen da rein intet. Nicht mit einbegriffen. Ein und in. Aber wir machen das jetzt, Leute. Saiyajin-Mode ist aktiviert. Wir müssen aber einzelne Leute töten. Das ist halt schwierig, weil die ganze Zeit groupen. Aber anders geht's nicht. Anders it's not going. Das heißt, wir müssen jetzt suchen. Ich bin der Sucher. Ja, Textrinker, das ist fies. Das ist fies. Das ist fies. So, wo würde eine Jinx hin... hier oben. Da ist ein Freak. Zwar mit Hextrinker, aber mit Gemill sollte es gehen. Er hat auch gerade seinen Q benutzt. Das hat man auf der Map gesehen. Na, das heißt... Das heißt, let it go. Der trifft nicht, ist aber nicht schlimm. Also ist schon doof, aber es geht. Das geht, das geht, das geht. So, er ist geslaut und RIP. Das ist okay. Hier ist übrigens die neue, in Anführungsstrichen... Stacks hätte ich gern gehabt, ist aber okay. Bei solchen Fights hast du natürlich die W besser als damals, ne? Wo du dann viele Autotakes machst. Das war eher die Seltenheit, aber... So, Jinx ist Botlane. Dann gehen wir jetzt direkt Botlane einsammeln. Wir brauchen jetzt erstmal wieder Stacks. Der Major ist Fluch, Leute. Der hat mich einfach voll getaked. Blitzcrank ist halt aber auch das Problem... Blitzcrank ist tanky und Volley ist tanky. Die beiden sind schon nervig. Leute... Also, ich glaube, hier kommt halt gleich irgendwo Böses aus irgendeinem Busch. Der ist halt der Gericht, sag mal, der ist voll im Meer. 55 und 25 haben wir. Ja, ist klar, ne? Zwei. Wenn du halt Swain Botlane hast, dann ist halt Fizz automatisch useless, ne? Das ist halt. Deswegen stecken die auch alle so. Guckt euch das an. Boah, ich hasse es. Zwei. Also, ohne Witz, Leute. Full AD ist ein Ding. Jeder kauft Black Cleaver, dein Early und Midgame ist fein. Aber Full AP, also es ist ja nicht Full AP, aber wenn du zwei, mindestens zwei APler im Team hast, dann kannst du dich begraben gehen. Das ist Katastrophe. Das ist einfach komplett Katastrophe. Ich meine, holy fuck. Wie soll ich denn da durchkommen? Der hat 55 Magier-Stance und hier nochmal 25. Der hat 0 Armor. Der hat Magier-Stance. Er ist halt super krass. Das ist legit super krass. Genauso wie das. Ja, weiß ich nicht, ne? Also, Damage ist halt nicht vorhanden. Deswegen hasse ich es richtig heftig, zwei APler im Team zu haben. Also, richtig heftig. Wenn ihr drei APler habt, dann könnt ihr gleich aufgeben. Das ist halt... Oh. Ich brauche jetzt halt einen Voidstaff. Ich meine, es gibt halt nicht sowas wie... Also, es gibt halt ein bisschen Mars, die den Magic Damage ein bisschen erhöht. Aber es gibt kein Item wie Black Cleaver. Das ist halt einfach richtig RIP. Aber da könnten Stacks bei sein. Das sind Stacks. Eventuell. Leider ist die Ahn auch noch hier. Wow, der Damage ist gut. Oh, trifft nicht. Stimmt aber. Die muss ich auf jeden Fall töten. Stirbst du bitte? Danke. Habe ich noch was von Volley abbekommen? Ja, auch ein Assist. Na, das sind ein paar Stacks. Na, wir kämpfen. Wir werden glorreich kämpfen hier. Na, hier wird einiges. Wir brauchen auf jeden Fall Voidini als erstes. Voidini, Voidini, Voidini. Wir haben halt leider auch wieder kein ADK. Leute, ganz ehrlich, mittlerweile, spätestens ab dem letzten Patch, der jetzt quasi live ist, sind ADKs wieder absolut vollkommen gut. Wer jetzt noch Swain Botlane spielt, der hat einfach keine Ahnung, was gerade Sache ist. Außer in der LCS, da ist das was anderes, weil die wissen, was sie tun, aber ich meine, hier weiß halt legit keiner, was er tut. Nicht mal ich. Immer noch mit 10 Stacks. Na, ab 10 Stacks kriegt man ein bisschen Move und Speed. Das ist ganz nett. Das ist ganz nett. Hallo, greifen Sie den an, bitte. So, ich denke, wir splitten erstmal ganz kurz Botlane und holen uns ein bisschen Geld, damit wir so schnell wie möglich Voidstaff zusammenkriegen. Vielleicht kommt auch nochmal Jinx. Wir pushen jetzt eine rein. Verstecken uns ist relativ offensichtlich, aber na, sowas geht immer durch eigentlich. Oder machen die gerade Baron? Ne, machen sie nicht. Okay, das ist schwierig. Ich glaube, den schaffe ich nicht mal annähernd. Ne,
Vor allem nicht hier. Du kriegst einen Mini-Guppi und dann rennen wir nämlich weg. Renn, 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 renn. Oh nö, da kommt noch einer. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, 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 nein, 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 nein. Mädels, Move and Speed, got me. Leider fehlt mir immer noch Moneten, Zastorinos, ist das Problem. Ich könnte die Flask verkaufen. Ich mag aber die Flask. Ich meine, hat mein Team was gemacht. War klug, weil die waren jetzt einfach mit drei Leuten mir hinterher. Volley, Jinx und Blitz. Da muss man einfach auf der Map was machen. Das ist wichtig. Problem ist, Late Game ist komplett GG. Selbst dieser Kaktus wird irgendwann halt GG werden und R drücken kann er immer. Und auch Jinx, deren Late Game ist durch diese beiden Champs super krass. Unser ist auch nicht so schlecht mit Gemill und Swain und so, aber I don't know, man. I don't know, man. Können wir was machen? Guter Grab. Schön, schöner Grab. Schön, schön, schön. Hier ein Wort. Gutes Wort, schön. Hier nehmen für dich. Für dich, für dich, für dich, für dich, für dich. Ich laufe, ich lebe. Er hat Stundenglas. Stundenglas, kompletter Counter für Fizz. Camille ist Toplane. Camille teleportiert nicht. Camille teleportiert nicht. Ich könnte reingehen, dann werde ich aber meine Stacks verlieren. Wäre Camille teleportiert, hätten wir alle gekillt, so wie... Ah. Also dann wären hier alle gestorben. Aber, na, es ist okay. Na, es ist okay. Da liegst du. Das hast du davon. So, wir sind shoppen, haben sogar nochmal zwei Stacks bekommen. Schön. Ne, der Kampfgeist ist da, Leute. Man muss nur wollen. Das Traurige ist, dass ich gefühlt am meisten will, obwohl... Ja, okay, nee, eigentlich will der... Nee, kann man das sagen, dass der, der am fettesten ist, immer am meisten will? Nee, kann man nicht sagen. Eigentlich nicht. Weil oft sind auch die Personen, die fett sind, die sagen, ihr habt nicht verdient zu gewinnen. Aber gut. Wie viel Grad haben wir? 27,7. GG. GG. G to the G. Wir bräuchten jetzt... Also, das Ding ist normalerweise... Du brauchst unbedingt Stundenglas auf Hiss. Richtig krass. Aber ich brauche derzeit super schnell diesen Void Staff, das ist das Problem. Aber Stundenglas ist safe eins der besten Items auf Fizz. Wir können uns jetzt mal eben eine Stopwatch kaufen, dann haben wir schon mal was zu überbrückt quasi. Ich würde gerne den Karacho-Fisch machen, aber ich glaube, der... Okay. Es war eh besser. Ich meine, hier sind drei Leute. War gewollt. Tschüss. So, dann kaufen wir uns mal eine Stopwatch. Eigentlich könnten wir halt legit für Baron gehen, wenn die alle Botlane kommen. Das können wir probieren. Komm, wir machen den Call mal. Wir kaufen uns eine Stopwatch. Eins Stopwatch. Guys, here is the plan. I go split bot and they will come at least with three people. And then you do a Baron. You do Baron. Ich glaube, die machen schon irgendwas. Ich werde jetzt trotzdem den Plan durchführen. Na, wir haben ja auch Lich Band. Zur Not, Türme kann ich auch umreißen. So ist nicht, ne? Türme kann ich auch nehmen. Aber dieser Call ist immer gut, Leute. Wenn ihr fett seid, Botlane, splitten. Splitten ist immer gut. Ne, nicht immer, aber immer. Na, jetzt werden die gleich alle kommen. Jetzt machen wir schön noch mit W. Da haben wir schon mal Jace. Da werden aber noch mehr kommen. Je länger ich hier bleibe, umso mehr werden kommen. Jetzt. Die werden gleich kommen, Leute. Das dauert nicht mehr lang. Obwohl, okay, das dauert lange. Lol. Ja, okay, dann sollten wir vielleicht Jace tilten. Wobei er halt seinen komischen GA hat. Das fuckt ein bisschen ab, ne? Aber. Ich meine, ich bin ja eine Bedrohung. Das hat ja einen Grund, warum drei Leute kommen müssen. Ich mache hier Sachen kaputt. Leider mein Team nicht. Mein Team nicht. Mein Team sagt sich so. No. Die sagen sich no. Aber ist okay. Wir kriegen hier einen Turm. Wir kriegen hier nochmal ein bisschen Damage. Wir machen sogar guten Damage. Schöner Damage. Richtig, richtig schöner Damage. Aha, jetzt raus. Oh, ich konnte nicht Subwatch. Ich konnte nicht Subwatch benutzen. I'm stupid. Why I follow Morgana? Well play Fizz. Ja. Ich meine, ja, ihr könnt jetzt sagen, ob das worth war. Ich würde sagen, das war worth, weil wir halt schon zwei Türme bekommen haben, zwei Inhib-Türme. Problem ist, wahrscheinlich könnte jetzt Baron weg sein. Problem ist, wir haben 10 Stacks verloren. Und wir haben locker
1500 Gold mindestens ans Gegnerteam abgegeben. Vielleicht war es doch nicht so worth. Was ist das hier für ein Game? Ne, aber wir sehen, wir gucken. Leute, es steht 30 Minuten, 300 AP. Na, es ist einfach nicht so viel. Es ist... Oh, wir haben Baron bekommen. Geil. Ja, komm, weg mit Mage, das brauchen wir jetzt nicht. Kaufen uns das Ding jetzt und let's go. Ich komme, Leute. I'm on the way. Ja, schwierig. Ich meine, wir haben Baron bekommen, aber... Muss man deswegen jetzt sofort sterben? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Komm hier, Mr. Beer. Okay, let's try. Na, ich weiß nicht. Okay, vielleicht doch nicht. Vielleicht auch doch nicht. Nein! Okay. So, vielleicht können wir den hier mitnehmen. Autotech WQ. Bam. Kimmel macht hier unten. Das ist okay. Na, das ist hier das Splitten. Da kommen halt schlecht organisierte Teams. Kommen halt auf sowas nicht klar, dass du ständig überall gesplittet wirst und ständig, ne, wer geht deffen, dies, das. Leider ist sie RIP. Die ist RIP. So, wir gehen jetzt auf Rabadons, würde ich sagen. Das ist das letzte Item, dann sind wir ziemlich gut dabei. Frage ist, ob wir noch überleben. Ich habe kein Sturmglas. Hier legen wir direkt einen Fisch drunter. Ja, okay. Ja, okay. Das ist meiner. Das ist meiner. Oh Mann, ich krieg keine Kills. So, also dieses Game ist tatsächlich eine Geburt, kann man sagen. Ne? Ich denke, um mal ein Fazit zu ziehen, ich denke, die Änderungen sind alles in allem okay. Ich fand die alten Fizz, die alte Fizz-E fand ich auch cool, mit der hätte ich auch leben können. Keine Frage. Ich fand die nicht schlecht. Ich denke aber, so ist Fizz auch okay. Also zumindest mit dieser Ult-Änderung noch. Ne? Es ist auch fair, die Ult macht todesviel Damage, aber du musst sie halt treffen. Ne? Und die kannst sie halt überkrass durch Stundenglas countern. Deswegen würde ich sagen, bannt Fizz. Jetzt wird Fizz nämlich wieder richtig ekelhaft und ich habe Sauhunger. Es gibt jetzt gleich mal Piccolinos, Leute. Mmh, oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. Okay, dann gehen wir nochmal einen dicken, riesigen, gewaltigen Stab kaufen. Vielleicht kann ich ja nochmal einen Call machen, aber der letzte ging ja auch nicht so richtig durch. So. Guys, let's group meter. Schön. Alles nur... Warum ist er gestorben, Leute? Warum? Rhetorische Frage. Black Cleaver. Nein, also Black Cleaver ist ja gut, ne? Aber First Item? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Zack. So. So, weiter geht's. Schade, dass jetzt aber diese, die Q nicht mehr durch mehrere Ziele durchgeht. Das ist schade. Naja, also, dass man mehrere Ziele mit diesem Dot belegt. Das ist schade. Das Ding ist, er wird jetzt gleich Stundenglas zünden. Aber wenn Morgana es jetzt krass macht, dann... Aber sein Stundenglas hat mehr... Meine Ult hat 3 Sekunden. Sein Stundenglas hat 190.000 Sekunden. Ja, wir haben gleich wieder Ult. Ich habe ja auch Ultimate Hunter Jäger. Na, und er hat jetzt, das muss man halt nutzen, dieses Zeitfenster. Können natürlich jetzt den Tower mitnehmen oder auch eben in Deep gehen. Das geht auch. Schaue kurz in den Spiegel, sag what's up. Yeah! Fisch in dein Gesicht. Das wird eine geile Ult, Leute. Oh, nein, er ist wirklich rausgeflasht. Die waren alle markiert und er flasht raus, Leute. RIP. Ich hätte Bock, aber ich brauche meine E. Bock habe ich. Da gehen wir rein. Ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht machen würde. Komm her, Jinx. Jinx muss aber kommen. Das, sonst ist das unfair. Later! Later, 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 later! Ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht machen würde. Come here, Mr. Beer. Come here, Mr. Beer. Das reicht nicht, aber ich muss das machen, Leute. No, ich hätte E machen sollen. Ich bin so ein Trottelkopf. Ich hätte mit E zuerst machen sollen. Fuck, Alter, der wäre gestorben. Der wäre safe gestorben. Ich weiß gar nicht, warum ich mit WQ zuerst gemacht habe. Weil ich ein Trottelkopf bin, deswegen.
Ich meine, hätte ich eh gemacht, dann hätte er mich auch kurz anvisiert. Nee, das war doof gemacht. Je, wir schreiben je, je, Leute. Je, je schreiben wir. Fuck die Henne, Alter. Schade Marmelade. Oh, mein Greenscreen, Leute. Sorry, Leute. Ich glaube, der Greenscreen macht die ganze Zeit. Aber es wird gerade einfach übel dunkel. Ich kann es fixen. Ich hoffe, es fuckt euch nicht zu sehr ab. Es tut mir leid. Ich stehe ja tief in eurer Schuld. 3 Meter circa. Je, je. Was kostet das hier? 2,53er. Was ein Game. 40 Minuten. Ich glaube, es hackt. 40 Minuten. Was soll denn das? Okay, Volibear. Get this. Ah, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Ah, ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht, Leute. Gemill, Gemill. Oh. Das wird nichts, Leute. Ihr intet. Ihr intet alle. Ihr Todesinting. Wieso geht's ja volli? Wo bin ich eigentlich? Oh, aber ich komme. Vielleicht kann ich taken. Das ist gut, das ist okay. Also ich dachte, ich wäre weiter vorne. Jetzt safe. Das zählt nicht. Also sie hat eigentlich getroffen. Ich dachte, ich wäre echt schon weiter vorne. Also der hätte auch getroffen. Der Damage ist okay. Ich habe Stundenglas jetzt erst. Wir müssen... Rip, 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 rip. Ah, jetzt habe ich Stundenglas. Guys, you need me. Don't fight, 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 fight without me. Don't. Ich glaube, wir haben verloren. Haben wir verloren? Kann sein. Camille kommt gleich wieder, danach erst Vi. Ich glaube, wir haben nicht verloren. Aber war natürlich doof, dass mein Team ohne mich gefeilt hat, aber wir haben Rabadons. 637 AP, das ist so der Standard-Item-Build. Na, das ist so. Ultimate macht 828 AP-Scaling, 1300 Schaden. Ist gut. Wenn man aber berücksichtigt, dass, ich meine, es ist auch noch AOE, aber wenn man jetzt trotzdem berücksichtigt, dass andere Champions auf so 800 AP kommen, teilweise, weil sie ja diese beiden Items nicht bauen, dann kommt deren Ult wahrscheinlich auch auf 1300 Schaden. Maybe, baby. Vielleicht aber auch nicht. Ja, vielleicht aber auch nicht. Kommt drauf an, auf den Champ an. So, Rabadons, Baradons, Barons, die zweite. Geht's jetzt los? Machen die das schon? Nee, machen sie nicht. So, dann pushen wir nochmal fix dieses Game, Leute. Das ist schon wieder komplett verdoomt. Pushen wir mal fix den Blue Buff noch rein hier. Den hätte ich gerne. Bitte, grazie. Grazie, grazie. Auto-Attack, WQ. Bam. E. So. Da oben geht's schon wieder rund. Was ist das hier für ein Drake? Boah, der kriegt Damage. Ich muss schnell zum Team. Da geht gleich wieder irgendwas. Ich konnte nicht mal ihn. Rip. Leute, warum fightet ihr ohne mich? Ohne mich, ohne mich. Na, 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 na. Ohne mich, ohne mich. Guys. Please don't fight without me. Bisschen schwierig sind die Leute schon von Begriff. So ein bisschen. Bisschen schwierig. Ich meine, dass ich da den Blue hole, das ist absolut legit. Es gibt keinen Grund, hier zu fighten. Keinen. Keinen. Ja, gut. So, wir kaufen uns unser XE. Wir können natürlich jetzt Protobelt könnten wir verkaufen und ein Item kaufen, was stärker ist. Protobelt ist ein cooles Item, muss man erstmal sagen. Die Frage ist, was könnte man kaufen? Wir könnten Loons kaufen, damit wir auf 40% CDR kommen. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Morellos könnte man kaufen. Ich glaube, wir haben... Ne, wir leben. Wir leben. Wir sind tot. Gut, schön. Ja. Tragisch, muss man definitiv sagen. Wir gehen trotzdem nochmal einmal hier rein. Ne, Schaden, der ist okay. Kam mit Leben. Kam mit Leben, aber, ja. Ne, für solche Aktionen, ich wollte einfach nochmal highlighten. Dafür ist die W gut, ne? Du kannst reingehen, sofort jemanden töten. Hätte diese Jinx kein GA gehabt, wäre die Insel tot, ne? Ich meine, jetzt haben wir die Quintessenz aus dem ganzen Fizzbuff gesehen. Du springst auf den Gegner, drückst alle Knöpfe und der Gegner stirbt. Das ist cool, das ist nett.
Ja, das Video war, oder das Game war so ein bisschen so lala, ne? Aber ich denke oder hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, ne? Muss ja, wir sind ja hier auch bei Maxim, ne? Maxim verliert ja auch immer, ich darf auch verlieren. Ich wünsche euch was, auf Wiedersehen und tschüss.